Ja, schönen guten Tag. Wie immer würde ich gerne am Anfang ein paar einführende Bemerkungen machen. Zunächst, was die Partei betrifft, der Rückblick auf das Wochenende. Wir haben am Wochenende Parteivorstandssitzung hier gehabt in Berlin und haben den Bundesparteitag am kommenden Wochenende vorbereitet. Es sind aus der Partei über 1000 Einzelanträge auf Änderung des Leitantrages eingegangen. Wir haben im Parteivorstand all diese Anträge beraten und diskutiert und entschieden, welche wir auch übernehmen, damit sie auf dem Parteitag nicht abgestimmt werden müssen. Trotz dieser vielen Änderungsvorschläge, für die ich zunächst mal auch durchaus dankbar bin, wenngleich das für den Vorstand Arbeit bedeutet, weil es zeigt, dass die Partei mit einem hohen Interesse an diesem Programm arbeitet und sich beteiligt. Politisch kann man trotzdem das Fazit ziehen, dass der Kerngehalt des Wahlprogramms, so wie wir es vorgelegt haben, sich auch mit den Änderungen nicht verschiebt. Die Partei, und das ist Konsens bei uns, versteht sich als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Frieden, Arbeit, Demokratie sind die Schwerpunkte des Programms. Daran hat sich nichts geändert. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das bei der Endabstimmung auf dem Bundesparteitag in Dresden in wenigen Tagen so sein wird. 100% sozial ist das Motto, mit dem wir in diesen Wahlkampf ziehen und auch der Titel dieses Wahlprogramms. Ich glaube, dass wir auf einen guten Parteitag zugehen und vor allen Dingen auch nach außen deutlich machen, dass wir den Bundesparteitag in Göttingen verkraftet haben, verstanden haben, was falsch gelaufen ist im Vorfeld des letzten Parteitages und zeigen, dass wir das Gegenteil von dem praktizieren, was damals dort leider passiert ist. Zweite Bemerkung, die ich machen will, eingangs zum Thema Flutkatastrophe. Als jemand, der seit über 10 Jahren in Magdeburg lebt, gibt es natürlich auch meinerseits einen sehr konkreten und persönlichen Bezug zu der Situation dort vor Ort. Ich will eingangs noch mal deutlich machen, das sieht man jetzt dieser Tage in Magdeburg, das haben wir in den letzten Tagen in anderen Städten und Regionen erlebt. Es gibt ein hohes Maß an Solidarität, unzählige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber auch die Hilfskräfte des THW und der Bundeswehr. Es gibt ein großes Maß an Solidarität. Das ist bei aller Tragik, die in diesen Ereignissen steckt, ein gutes Signal auch in das Land hinein. Die Flut hinterlässt Schäden in Milliardenhöhe. In Thüringen, in Sachsen scheint die schlimmste Situation überstanden. Im Moment konzentriert es sich auf Sachsen-Anhalt. Die Region weiter nördlich, denen steht der Höchstpegel noch bevor. Es ist wichtig, dass die Politik sich sehr schnell darauf verständigt, dass wir zum einen unbürokratische Soforthilfe leisten und auch großzügig dabei umgehen und zum anderen uns politisch verständigen, wie wir den notwendigen Wiederaufbau danach politisch gestalten und vor allen Dingen finanzieren. Dazu will ich 4 Punkte bemerken meinerseits. Zunächst, wir haben nun seit einiger Zeit in der Bundesrepublik, Sie wissen, dass wir das immer kritisiert haben, die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Dort ist ohnehin die Ausnahme der Naturkatastrophe vorgesehen. Insofern gehe ich davon aus, dass auch in diesem Fall klar ist, dass die Schuldenbremse nicht zum Tragen kommt. Zweite Bemerkung. Für uns ist wichtig, dass bei der Refinanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen, die jetzt zu leisten sind, im Gegenzug keine Kürzungen vorgenommen werden in den sozialen, kulturellen oder auch Bildungsbereichen. Dritte Bemerkung, weil diese Frage sich natürlich stellen wird. Wir haben seit längerem dafür plädiert und wir merken jetzt wieder, dass es dringend notwendig ist, die öffentlichen Haushalte besser auszustatten, indem wir zu einer anderen Einnahmepolitik, einer anderen Steuerpolitik kommen. Gerade auch in solch schwierigen Situationen sind wir darauf angewiesen, die Lasten gut zu verteilen und Vermögen und Reichtum in der Bundesrepublik auch entsprechend zu besteuern. Und vierte Bemerkung, das zielt nicht auf die kurzfristige Perspektive jetzt in den Krisenregionen, aber muss langfristig auch politisch bearbeitet werden. Das ist der ökologische Aspekt in dieser Debatte.
Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir mit Flusslandschaften, mit Rückzugsgebieten für mögliches Hochwasser in Zukunft umgehen und verantwortungsvoller umgehen. Ich plädiere dafür, dass es sehr schnell einen Gipfel gibt zwischen den Ländern und der Bundesebene, wo diese Maßnahmen und vor allen Dingen auch die Finanzierungsfragen sehr schnell und klar gelöst werden. Dritte Bemerkung zum Fall Thomas de Maizière. Eigentlich müsste man sagen, dazu ist alles gesagt. Die Rücktrittsforderung haben wir vor längerer Zeit erhoben. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, bestätigt für jeden, der noch daran gezweifelt hat, dass es unumgänglich ist, dass Thomas de Maizière zurücktritt oder, wenn er das eben nicht tut, von der Bundeskanzlerin entlassen wird. Es ist offensichtlich, dass er gegenüber dem Parlament nicht die Wahrheit gesagt hat. Jemand, der das Parlament in dieser Weise belügt, kann nicht Minister sein. Sollte es zu diesem Rücktritt oder der Entlassung nicht kommen, ist für uns klar, dass es einen Missbilligungsantrag im Deutschen Bundestag geben wird. Vierte Bemerkung zum Skandal um den US-amerikanischen Geheimdienst NSA, der am Wochenende weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Wieder einmal sind wir und nicht nur wir, sondern vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger weltweit darüber besorgt, wer eigentlich mithört, wer protokolliert, wer mitschreibt bei den persönlichsten Dingen, die über das Netz, über E-Mails ausgetauscht werden. Mindestens sind es offensichtlich die amerikanischen Geheimdienste. Ich habe großen Zweifel daran, dass die großen Firmen, die davon betroffen sind, in der Tat völlig unschuldig sind an diesem Vorgang. Es bedarf einer klaren Aufklärung, in welcher Weise dort Kooperation stattgefunden hat. Und ich erwarte auch von der Bundesregierung, dass sie sich dafür einsetzt, dass Klarheit herrscht, in welchem Maße hier ein Austausch stattgefunden hat und in welchem Maße auch ein Austausch zwischen den Geheimdiensten über die Vereinigten Staaten hinaus stattgefunden hat. Wir haben erlebt, dass Edward Snowden, ein ehemaliger Mitarbeiter, diese Vorgänge öffentlich gemacht hat. Es ist notwendig, ihm dafür den größten Respekt zu zollen für diesen Schritt. Er braucht dafür aber auch Unterstützung, weil ihm Verfolgung droht. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung ihm politisches Asyl anbietet, damit seine Person geschützt wird und er nicht für diesen Vorgang, für den wir ihm weltweit dankbar sein müssen, dass dieser Vorgang aufgedeckt wird, bestraft wird. Herzlichen Dank.